Mann, 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 was für ein Weekly Look. Hat irgendwie noch gar nicht stattgefunden. Aber einiges habt ihr schon gesehen. Wir waren ja auf dem Wurstmarkt. Podcast haben wir natürlich auch recorded. Aktuell sitze ich an dem Hochzeitsvideo von der Giovanna. Wie gesagt, das lade ich hier jetzt offiziell nicht hoch. Das bekommt nur die Giovanna. Die kann dann entscheiden, was damit passiert. Genau, augenblicklich auf dem Weg mit dem Harrison zum Opa. Gucken, was der Opa so schafft. Und dann nochmal auf die Jagd gehen zum Supermarket, was zum Fooden besorgen. Ich weiß noch gar nicht was. Jenny meinte, wir machen gebackenen Schafskäse oder so, überbackenen. Da brauchen wir einfach noch ein paar Zutaten. Jo. Ansonsten wunderbar die Weinberge. Ich komme jetzt gerade aus der Yoga-Session. Harrison hat Hunger, mir auch. Und ich habe mir was überlegt, was ich jetzt gerade Bock habe zu machen. Genau, Namaste. Also erstmal kriegt der Harrison was und dann mache ich uns was. Im Airfryer mäßig. Machen wir einen kurzen Prozess. Was brauchen wir? Ein bisschen hier Bauernbrot, so große Scheiben besorgt. Knoblauch, Tomaten, Schafskäse, italienische Kräuter, bisschen Olio. Los geht's. So, Knobi klein. Das hat super funktioniert, Alter. Was ist das? Ein Teil kommt hier rein. Der andere Part kommt hier rein. Machen wir jetzt einen guten Schluck Olivenöl. Nehmen hier ein paar Tomaten. Nicht so viel, weil dominant soll sein der Schafskäse. So. Hier ein bisschen Salz. Ganz klar Pepe. Das Oregano. Basilikum. Darf natürlich nie fehlen. Nochmal ein Schuss Olio. Das Ganze durchmengen. Träufeln das so ein bisschen. Reiben das ein. Jetzt nehmen wir unseren Airfryer. Und rösten das Ganze so ein bisschen vor. So. Ja. So darf das aussehen. So, wie gesagt, die ganze Masse hier drauf verteilen. Neuer Tag, neues Glück, Wochenende klingelt. Heute ist aber Putzen angesagt. Ich weiß nicht, wie interessant es ist. Es gibt ja wirklich so Kanäle und Leute da draußen, die ihr Content auf Putzen aufbauen. Also ich finde es weniger interessant, euch zu zeigen, wie Scheiße ausputzt. Oder oben das Büro abstaub und dann saug oder den Saugroboter da fahren lass. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, heute ist Putzen angesagt. Jenny hat gleich einen Termin. Ich fange an zu putzen. Und dann let's go. Ich weiß gar nicht, was alles noch geplant ist. Eigentlich steht jetzt hier im Fokus erstmal aufzuräumen, zu putzen. Ich fange mit dem Bad an. Genau. Ciao. Harrison, was hast denn du für eine tolle neue Mütze hier? Bin ich gar nicht amused, wie die Queen. Hm? Ja. Essen. Wieso, ne? Essen.
Nee. Was hast du gesagt? So ein professioneller YouTuber hat auch ein Kamerateam, ne? Ja. So, ich bin das Kamerakind Dommer und darf was jetzt mitfilmen. Und zwar machen wir jetzt schockierte Bananen. Oder auch Schokobananen. Wieso schockierte? Wer sagt schockiert? Ich bin nicht schockiert. Wie heißt das? Schokobananen. Nein. Kuvertierte. Ich bin müde. Weil 5,50 Euro. Genau, weil die Preise auf dem Wurstmarkt nicht hinnehmbar sind, macht man sich die schockierten Früchte selber. Also zu der Kuvertüre, die wir eh standardmäßig da haben, kommt ein bisschen Kokos. Bisschen Kokosöl, Bio. Naja, standardmäßig haben wir die Wetter, die drei verfügbar von meinem Vater, seinem Geburtstag. Von dessen Geburtstagstorte ist die übrig. Bananen haben wir gekauft. Die tue ich jetzt aber mit einer Zitrone noch einpinseln. Zitronieren. Ja, dass sie nicht zu braun wird. Und dann wird schockiert. Oder wie nennt sich das bei euch? Nennt sich das bei euch auch schockierte? Wieso schockiert alle? Schokoladenfrüchte. Schokolierte. Schokoliert vielleicht. Nein. So, und das hier ist der Saft einer ausgelassenen Zitrone. Jetzt nehmen wir diese Bananen. Also erst machen wir rein. Genau, damit sie nicht braun werden, heißt es aus der Regie. Einmal Spieß rein. Rein in die Olga. Das rein in die Olga. Oioi. Schön in Reihe und Glied. Das wird auch ganz, ganz langsam, allmählich wird das was. Hier nochmal einen Schuss Kokosöl hinterher. Mmh, guck mal, wie Schokolade. Lecker, lecker. Mmh. Ja, sag. Wenn man wollen würde, könnte man jetzt noch so mit weißer Schokolade so dekorieren oder mit Streusel, aber. Wenn man wollen würde. Wir wollen nicht. Genau.